So, danke, lieber Martin. Das ist ja der Traum eines jeden bayerischen AfD-Mitglieds, dass er vom Landesvorsitzenden so bemuttert wird. Ja. Es war jetzt nicht im Kampf für das Vaterland gegen die Antifa, was mir hier zugestoßen ist, sondern schlichtweg eine Meniskusoperation. Moment. So, also liebe Eichstätter, liebe Gäste, ich kenne eure Stadt dadurch, dass ich in Treuchtlingen geboren bin und wo ich bei den Großeltern sehr oft war, solange sie noch gelebt haben, war ich natürlich auch sehr oft in eurem schönen Eichstätt und bin mit dem Paddelboot die Altmühl bis zu euch gefahren. Da erinnere ich mich jetzt dran, damals in der Kindheit, wo wir denken, dass die Welt vielleicht noch besser war. Was auch nicht stimmt, was die Öffentlichkeitswahrnehmung der AfD betrifft, die Partei der alten Männer. Ja? Also wir haben gerade den Herrn Lipp da gehabt und die Tina Wilhelm und das gibt mir doch sehr viel Hoffnung. Wenn ihr zwei in den Landtag kommt und ihr habt es echt verdient, dann wird auch das den Altersdurchschnitt im bisherigen CSU-Landtag deutlich nach unten schrauben. Und ich möchte heute sprechen über die Zersetzer unserer staatlichen Ordnung, die aus allen Rohren schießen. Was macht Angela Merkel? Sie spricht von angeblichen Hetzjagden gegen Ausländer in Chemnitz, die nie stattgefunden haben. Die Kanzlerin und ihr Regierungssprecher Seibert kriminalisieren damit ihr eigenes Volk, indem sie ihrem eigenen Volk etwas vorwerfen, was gar nicht stattgefunden hat. Und wer ist das eigene Volk? Das sind wir. Wir sind das Souverän unseres Staates. Wir sind diese Demokratie und werden von unseren eigenen Regierenden als Kriminelle behandelt. Und das kann nicht in Ordnung sein. Und das geht auch weiter. Und das geht jetzt gerade schön weiter, was den Verfassungsschutzpräsident, den Herrn Maaßen, betrifft. Der sich nur, weil er sich um Objektivität bemüht, nur weil er sich bemüht, die Sachen richtig beim Namen zu nennen, soll er vom Establishment zum Rücktritt gezwungen werden. Und ich habe mir jetzt angeschaut, heute Mittag, sehr interessant, was Robin Alexander in der Welt dazu veröffentlicht hat, wo er das sehr schön analysiert, dass Bundeskanzlerin Merkel sich laut Koalitionskreisen entschieden hätte, dass Hans-Georg Maaßen gehen muss, und zwar mit folgender Begründung. Mit der Begründung, die Ablösung soll auf jeden Fall erfolgen, unabhängig, wie sich der Dienstherr von Herrn Maaßen, Horst Seehofer, dazu stellt. Muss man darüber nachdenken. Wer ist eigentlich der Chef von wem? Der einzige Chef, den Herr Maaßen hat, der einzige Chef, der ihn entlassen kann, ist Horst Seehofer. Und wenn sich die Kanzlerdarstellerin darüber hinwegsetzt, dann wird sie das Gleiche wieder tun. Sollte sie ihn morgen rausschmeißen, dann wird sie das Gleiche wieder tun, was sie schon 2015 gemacht hat, als sie völlig grundgesetzwidrig gehandelt hat, indem sie die Grenzen geöffnet hat. Aber das sind wir von dieser Dame ja gewohnt. Und was ist eigentlich der Stein des Anstoßes? Um was geht's denn? Ich habe mir dieses Video x-mal angeguckt. Dieses Video, von dem Frau Merkel und Herr Seibert sagen, es hätte Hetzjagden gegen Flüchtlinge und ausländisch aussehende Mitbürger gegeben. Ich habe mir dieses Video angeschaut. Da gibt es einen Mann, der einem anderen Mann einen Tritt in den Allerwertesten verpasst. Und zwei andere laufen dann weg. Das war's auch schon. Ich wiederhole noch einmal, was in diesem Video steht. Ein Mann tritt einem anderen Mann hinten rein, und noch zwei andere laufen weg. Und sowohl von dem, der getreten hat, als auch von dem, der getreten worden ist, als auch von den anderen beiden, die weggelaufen sind, sieht man die Gesichter nicht richtig. Man kann ja nicht einmal sehen, wie sie richtig aussehen. Man kann die Hautfarbe natürlich dadurch auch nicht erkennen. Das heißt, es ist richtig, was Herr Maaßen sagt. Dieses Video ist kein Beweis für Hetzjagden. Und jetzt schauen wir mal, wie diese ganze Bagage in Berlin, was die draus macht, wie die das hochkocht, obwohl eigentlich gar nichts drin ist. Ich zitiere, Herr Maaßen ist in seinem Amt untragbar,
weil er das Vertrauen der Sicherheitsorgane unserer freiheitlichen Demokratie massiv beschädigt hat. In der aktuellen politischen Lage ist das ein gefährlicher Vorgang. Wer sagt das? Ralf Stegner, stellvertretender SPD-Vorsitzender. Ja, also die freiheitliche Demokratie ist deswegen massiv beschädigt, weil der Verfassungsschutzpräsident völlig zu Recht feststellt, dass es keine Hetzakten gegeben hat. Interessant. Das heißt, der Verfassungsschutzpräsident handelt hier sachlich neutral und richtig, anstelle sich an der politischen Hexenjagd der SPD gegen Andersdenkende zu beteiligen. Und deshalb soll er abgeschossen werden. Schauen wir weiter, was noch in Berlin so passiert ist. Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken, nannte Merkels Entscheidung, also Herrn Maas morgen wahrscheinlich zu entlassen, überfällig und absolut notwendig. Sie müsse nun dringend verbunden werden mit einer grundsätzlichen Frage zur Struktur und Personal des Verfassungsschutzes. Toll. Hört ihr das mitschwingen? Die wollen unseren Staat ändern. Die wollen die Strukturen grundsätzlich ändern. Sie missbrauchen diesen Vorfall, um den Staat zu ändern. Ist das demokratisch? Was ist passiert? Der Verfassungsschutzpräsident handelt sachlich richtig und neutral, anstelle sich an der politischen Hexenjagd der Linken gegen Andersdenkende zu beteiligen. Deshalb soll er abgeschossen werden. Schauen wir mal, was der Herr Christian Lindner dazu gesagt hat von der FDP. Ich zitiere: Die Entscheidung der Bundeskanzlerin ist richtig und konsequent, sagte Lindner der Welt. Ich zitiere weiter: An der Spitze des Verfassungsschutzes ist ein personeller Neuanfang nötig, um das allgemeine Vertrauen in den Inlandsnachrichtendienst zu stärken, betonte der FDP-Chef. Ich stelle fest, der Verfassungsschutzpräsident handelt sachlich, neutral und richtig, anstelle sich an der politischen Hexenjagd der FDP gegen Andersdenkende zu beteiligen und soll deshalb abgeschossen werden. Wobei Christian Lindner noch etwas dazu gesagt hat, er wünscht sich dann als Nachfolger von Maas, und jetzt gut zuhören, eine Persönlichkeit, die auch kritische und unbequeme Tatsachen ausspricht. Ja. Der Herr Maaßen soll deswegen abgeschossen werden, weil er ja kritische und unbequeme Tatsachen ausgesprochen hat, dass es eben keine Hetzjagd gegeben hat, dass das Video eben das nicht aussagt. Also manchmal... Also manchmal finde ich schön, dass Christian Lindner, wenn er mal den 17. September mit dem 1. April verwechselt und hier Realsatire betreibt. Weil eben der Verfassungsschutzpräsident die unbequeme Tatsache ausgesprochen hat, einer nicht stattgefunden habenden Hexenjagd. Und deswegen wollen ihn die Kartellparteien und deswegen will ihn das Establishment beseitigen. Du musst immer nachfragen, das Establishment selbst zerstört das Fundament unserer Demokratie, indem es den Verfassungsschutzpräsidenten mundtot machen und den Inlandsgeheimdienst gleichschalten will. Und das ist undemokratisch. Und ich möchte mich einer Warnung anschließen, die heute Vormittag Gerhard Schindler ausgesprochen hat. Gerhard Schindler ist der frühere Chef des Bundesnachrichtendienstes. Der ist nicht irgendwer, der kennt sich aus. Schindler hat heute früh in Bild gesagt, dass er bei einer Entlassung Maaßens fürchtet einen Bruch zwischen der Regierung und den Sicherheitsbehörden. Ich zitiere wörtlich: Die meisten Angehörigen der Sicherheitsbehörden stehen hinter ihm, bewundern seinen Mut, dass er die freie Meinungsäußerung hochgehalten hat. Ganz viele, die bereits heute ihren Dienst mit der Faust in der Tasche verrichten, würden dadurch noch mehr frustriert. Zitat Ende. Dieses Zitat enthält aber wahnsinnig viel Sprengstoff, weil der frühere BND-Chef stellt hier fest, dass Verfassungsschutzpräsident Maaßen Mut zeigen muss, um überhaupt noch freie Meinungsäußerung tätigen zu können. Hört zu,
der ehemalige oberste Geheimdienstchef der Bundesrepublik Deutschland bestätigt hiermit indirekt, dass wir keine Meinungsfreiheit in Deutschland mehr haben, wenn sogar der Verfassungsschutzpräsident Mut braucht, um die Meinung frei äußern zu können. So, und ich ziehe jetzt mal ein ganz persönliches Fazit, wie ich das sehe. Ich sehe es nämlich genauso wie der Herr Schindler und ich setze noch eins obendrauf. Der Herr Schindler hat heute eine Warnung ausgesprochen. Und ich als Kleins Würstel von der kleinen AfD spreche jetzt auch eine Warnung aus. Und zwar eine Warnung an die Kartellparteien. Das ist ja ein Terminus, den ich einmal von Professor Meuthen lernen durfte. Wenn immer dieses Grüns, wie war das, grün-links-versiffte, links-grün... Links-Rot-Grün versifte, das sind die Kartellparteien, danke. Ich schicke jetzt auch diesen Leuten mal eine Warnung hier. Wenn ihr morgen es wagen solltet, den Verfassungsschutzpräsidenten abzusägen, weil er sich nur richtig verhalten hat, dann wird das bedeuten, dass morgen auch die letzten Bürger in diesem Lande mitkriegen, dass ihr nur eine pseudodemokratische Maske tragt, dass ihr keine Demokraten seid, wenn ihr das macht. Und wenn ihr morgen diesen Fehler begehen solltet, den Verfassungsschutzpräsidenten deswegen abzusetzen, weil er sich ordentlich verhalten hat, dann wird nicht nur eure pseudodemokratische Maske fallen, dann kommt hinter dieser pseudodemokratischen Maske etwas ganz anderes zum Vorschein. Die totalitäre Fratze des Parteienstaates, der inzwischen sich über jede Gewaltenteilung in diesem Land hier hinwegsetzt. Jetzt haben wir eine kleine Feststellung gemacht. Ich frage euch, handelt so eine Regierung, die von sich selbst behauptet, auf dem Boden des Grundgesetzes zu stehen? Ich habe eine Frage gestellt. Nein? Ja, ich sehe es auch nicht mehr so. Ich habe mit sehr großem Interesse verfolgt die emotionale Zwischenrede von Martin Schulz von der SPD. Ja, Moment. Ich habe sie mit sehr großem Interesse verfolgt. Man sieht, einige gucken Phoenix, sonst wüsstet ihr das nicht. Ja? Martin Schulz, seine Zwischenrede nach der Rede von Alexander Gauland. Und Schulz hat recht, wenn er sagt, es ist Zeit, dass die Demokratie sich wehrt. Da hat er ja recht. Aber Schulz hat eines nicht verstanden, von wem diese Demokratie wirklich bedroht wird. Nicht von uns, der Alternative für Deutschland, sondern von diesen anderen dunklen Gestalten, von denen ich euch gerade erzählt habe. Und gehen wir wieder in den Fakten weiter, in den Fakten der Entwicklung der Ereignisse. Blenden wir noch einmal zurück. Grenzöffnung 2015. Die haben zwei Leute verfügt. Zwei. Damals waren wir auch schon, ne, glaube ich, 650 Abgeordnete im Bundestag, die eigentlich dafür zuständig gewesen wären. Es haben zwei Leute die Grenzöffnung verfügt. Eine gewisse Angela Merkel, Kanzlerin, und ein gewisser Thomas de Maizière, Innenminister damals. Die haben diese Grenzöffnung durchgeführt in einem Akt der Selbstermächtigung. Leben wir jetzt in einer Demokratie, in der derart weitreichende Entscheidungen in der Volksvertretung, im Bundestag mit Mehrheit gefasst werden? Wenn ja, dann hätten wir vielleicht eine Demokratie. Aber die zwei haben in einem Akt der Selbstermächtigung die Grenze geöffnet. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, wieder das kleine Würstel Müller von der kleinen Partei AfD sagt das. Nein, ich wiederhole nur, was führende Staatsrechtler festgestellt haben, in einem Gutachten, das genau zu diesem Anlass erstellt worden ist. Besteller dieses Gutachtens war sinnigerweise die bayerische Staatsregierung unter ihrem total durchsetzungsfähigen, geilen damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Ja, der hat, wir wissen alle, Papier ist geduldig, der hat dieses Gutachten erstellen lassen von führenden Staatsrechtlern. Und da ist ganz klar reingeschrieben worden, dass diese Grenzöffnung grundgesetzwidrig war. Was ist passiert? Nix. Aber
Horst Seehofer hat damals sehr zutreffend von einer Herrschaft des Unrechts gesprochen, wie es auch Tina Wilhelm heute den Herrn damaligen Ministerpräsidenten auch richtig zitiert hat. Jetzt machen wir mal weiter, was denn alles bei uns so passiert. Wir haben staatliche Institutionen in unserem Staat, in der Bundesrepublik Deutschland. Und diese staatlichen Institutionen werden schleichend unterwandert. Der eine mehr, der andere weniger. Zum Beispiel durch islamistische Organisationen, die sich als religiöse Vereine tarnen, vom Ausland finanziert werden und hier den Systemumsturz voranbringen wollen. Eben eine islamische Republik, grundgesetzlos, und zwar gegen uns Deutsche. Quizfrage. Wer war das? Wer sagte im Jahr 2012 vor dem türkischen Moscheeverein DİTİB in Nürnberg folgenden Satz? Der Islam ist ein Bestandteil Bayerns. Wer war das gewesen? Söder, unser heutiger Ministerpräsident von der angeblich so christlichen CSU. Eigentlich heißt er Christlich-Islamische Union, oder habe ich jetzt was falsch verstanden? Nächste Quizfrage. Aus welchen Parteien kommen Politiker, die Folgendes tun? Die völkerrechtlich garantierten Grenzen des deutschen Nationalstaates abschaffen. Es ist Völkerrecht. Wir Deutsche haben ein Recht auf völkerrechtlich garantierte Grenzen unseres Nationalstaates. Und es gibt auch tatsächlich Politiker, die sich über dieses Völkerrecht hinwegsetzen gegen uns, das eigene Volk. Wo kommen die her? Wo kommen die Politiker her, die Folgendes tun, die das deutsche Volk austauschen gegen eine manipulierbare Multikulti-Beliebigkeitsbevölkerung? Aber wen tauschen sie denn aus? Sie tauschen den Träger unseres Staates aus. Wir, das deutsche Volk, sind das Souverän und Träger unseres Staates. Ich erinnere an einen unauflöslichen Zusammenhang, der immer wieder in Vergessenheit gerät. Ohne deutsches Volk gibt es keine deutsche Republik. Ohne deutsche Republik gibt es keine Demokratie. Und ohne Demokratie gibt es kein Grundgesetz. Und ohne Grundgesetz gibt es keine freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und das ist dieser Zusammenhang, den wir jetzt auch hier hinaustragen müssen in die Menschen, dass diejenigen, die hier von Demokratie faseln, eigentlich die Demokratie zerstören, indem sie uns, die Basis des Staates, austauschen gegen Fremde. Und woher kommen denn die Politiker, die die innere Sicherheit vor die Hunde gehen lassen? Woher kommen die Politiker, die den Rechtsstaat ja abgeschafft haben, aber auf was? Auf dem Altar ihrer geglaubten Allmacht. Jetzt schaue ich mal hier meinen Bundestagskollegen Martin Sichert an. Ja, ist doch auch interessant, wenn wir in den Bundestagsdebatten da drin sitzen. Mit welcher, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, mit welcher selbstgefälligen Arroganz die anderen auf uns einhauen. Es geht nicht nur darum, dass die auf uns AfD einbügeln, weil wir angeblich so böse Rechte sind. Schaut euch mal die Körpersprache von diesen Leuten an. Schaut euch mal die Tonlage an, mit der sie über uns sprechen. Das sind Leute, da würde der Ösi sagen, nur tragen die Nasen so weit hoch, dass einer ringt. Ja? So verhalten die sich uns gegenüber. Auf dem Altar ihrer geglaubten Allmacht. Und woher kommen denn eigentlich die Politiker, die völkerrechtswidrige Angriffskriege führen, im amerikanischen Auftrag, ohne jegliches UN-Mandat? Das muss man auch immer ganz klar sagen. Jeder Angriffskrieg, überhaupt jeder Krieg, der nicht von einem Mandat der Vereinten Nationen gedeckt ist, ist völkerrechtswidrig. Und wir haben im Grundgesetz ganz klar den Bezug vom Grundgesetz auf das Völkerrecht. Das heißt, wer sich völkerrechtswidrig verhält, verhält sich auch grundgesetzwidrig. Das muss man auch immer den Leuten immer wieder sagen. Und wer sind diese Leute, die im amerikanischen Auftrag diese völkerrechtswidrigen Angriffskriege führen? Nennen wir sie doch mal beim Namen, vor 20 Jahren hat es angefangen, in Jugoslawien. Damals waren es SPD und Grüne. Und was ist heute? Heute sind es CDU und FDP, die am liebsten morgen Bomben auf Syrien schmeißen und übermorgen weiter Richtung Russland marschieren wollen. Und ich habe Fragen gestellt, Quizfragen, wer sind diese Politiker? Ja, richtig, jetzt kommt natürlich die Antwort, die ihr natürlich kennt.
Das sind die Politiker, die all das tun. Wo kommen die denn her? Ich versuche es jetzt nicht wieder mit diesem Spruch, ich kann den nicht, den kann nur Herr Professor Meuthen, sondern ich nenne sie mal anders, die CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne, Linke, Einheitspartei. Das sind aber die gleichen, von denen Sie immer andersrum sprechen. Es sind diese Kartellparteien, die sich, und das ist ja die erschütternde Feststellung, es sind diese Kartellparteien, die sich unseres Staates und seiner Organe bemächtigt haben. Noch einmal, die Verfassungsorgane, die uns ja schützen sollen, die unsere Demokratie schützen sollen, sind unterwandert von Verfassungsfeinden. Das ist ja das, was es so schwierig macht gerade für uns, weil die Feinde des Grundgesetzes nicht außerhalb der staatlichen Ordnung stehen, weil dann wäre es ja einfach, sie bekämpfen zu können. Nein, die wirklichen Verfassungsfeinde stehen innerhalb unserer staatlichen Ordnung. Sie haben diese staatliche Ordnung sich gekrallt und verwenden sie gegen uns, gegen den Souverän des eigentlichen Staates. Und das macht es eben doppelt schwer, Recht und Gesetz in unserem Lande wiederherzustellen. Das ist einfach so. Und wir Bürger aus der Mitte der Gesellschaft, wir haben das erkannt. Und wir haben zwei Dinge getan. Wir haben eigentlich nur zwei Dinge getan. Wir haben die Alternative für Deutschland gegründet. Und dann haben wir noch was getan. Wir haben uns ein Ziel gesetzt. Wir haben uns das Ziel gesetzt, unsere liebgewonnene Demokratie aus den Klauen dieser Hassadeure zu befreien und den Rechtsstaat wiederherzustellen und unser Land wieder sicher und lebenswert zu machen. Mehr haben wir nicht getan, aber das ist wohl Verbrechen genug in den Augen der anderen, die deswegen über uns herfallen. Und wie fallen sie über uns her? Wie reagieren denn die Mächtigen darauf, dass wir uns nicht mehr von ihnen an der Nase herumführen lassen? Der Horst Seehofer zum Beispiel behauptet, die AfD sei staatszersetzend. Der hat gesagt letzte Woche, wir seien staatszersetzend. Was ist denn vorher passiert? Der bereits genannte erste parlamentarische Geschäftsführer unserer Bundestagsfraktion, der Bernd Baumann, hat nichts anderes gemacht, als völlig zu Recht bemerkt, dass der Bundespräsident seine Neutralität als Staatsoberhaupt verletzt hat, indem er auf seiner Facebook-Seite Werbung gemacht hat für dieses angeblich demokratische Konzert in Chemnitz. Das waren durch lauter Linksextremisten. Er hat ja nur zitiert, was in den Texten da stand, die die gesungen haben. Schlag die Bullenschädel ein oder haut dem das Messer in die Journalistenfresse. Er hat nur zitiert, welche Liedertexte unser Bundespräsident für gut befunden hat mit seinem Like auf der Facebook-Seite. Was anders hat Bernd Baumann nicht gemacht. Das heißt, Bernd Baumann hat sich völlig ehrenwert verhalten, indem er das unehrenwerte Verhalten des Bundespräsidenten an die Tagesordnung gebracht hat. Und daraufhin sagt dann Horst Seehofer, die AfD sei angeblich staatszersetzend. Und was wir alle hier immer wieder erleben, wir kennen es aus der DDR, die gleichgeschalteten Staatsmedien schwingen die Nazikeule bis zum Erbrechen und verleumden uns Bürger nach Strich und Faden. Aber das ist eben noch nicht alles. Und jetzt wird eben gerade die dickste Kanone geladen, die sie noch haben. Es wurde auch heute schon von den Vorrednern ja gesagt, dass wir eigentlich alles, hier vom Kreisvorsitzenden, dass wir eigentlich alles richtig gemacht haben. Wir müssen ja alles richtig gemacht haben, wenn sich aber komplett die gesamte Welt gegen uns verschwört. Wenn sie meint, sie müsst von extrem links bis sonst irgendwohin zusammenarbeiten, um uns hier an unserem Erfolg zu hindern. Ich habe das vor exakt zwei Wochen gehabt. Vor zwei Wochen war Björn Höcke bei mir im Wahlkreis zum bayerischen Wahlkampf. Da hat dann die Wirtin, oder andersrum, man hat auf die Wirtin Druck ausgeübt, aber so, dass sie erst am späten Vormittag abgesagt hat, in der Hoffnung, dass wir bis am Abend keinen Ersatz finden. Und jetzt haltet euch fest, wir haben alle schriftlich dokumentiert, wir haben die Screenshots gemacht von den Facebook-Seiten, wir haben alle E-Mails aufgehoben, die hier gelaufen sind beim Druck ausüben auf die Wirtin. Es haben nachweislich zusammengearbeitet, bei mir im Wahlkreis Traunstein-Berchtesgaden. Piraten, Linke, Grüne, SPD, Jusos mit der CSU.
Das muss man mal rausbringen wieder ins Volk. Die angebliche konservative bayerische Heimatpartei, christlich-soziale Union, macht gemeinsame Sache mit ausgewiesenen Linksextremisten und schämt sich da nicht einmal mehr, nur um Wahlkampfauftritte von Bürgern aus der Mitte der Gesellschaft zu verhindern. Das sind wir, Bürger aus der Mitte der Gesellschaft und nichts anderes. Und gerade wird eben die dickste Kanone geladen. Also das heißt, erst schon mal die CSU macht mit Linksextremisten gemeinsame Sache. Jetzt habe ich gerade gehört, Feuerwehr und Pfadfinder sind auch dabei. Presse sowieso. Ja? Und jetzt wollen sie die dickste Kanone laden. Sie wollen uns unter die Beobachtung des Verfassungsschutzes stellen. Also bitte nochmal, bitte mitdenken. Was ist passiert? Zuerst haben die Politiker der CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne, Linke, Einheitspartei, die haben zuerst unseren Rechtsstaat ad absurdum geführt und damit de facto die freiheitlich-demokratische Grundordnung schon außer Kraft gesetzt. Die haben doch den Dreck am Stecken. Und was haben wir Bürger aus der Mitte der Gesellschaft jetzt gemacht? Wir stemmen uns, weil wir eben echte Demokraten sind, gegen diese Entwicklung. Das Einzige, was wir tun das, was wir müssen, wir tun das, was im Grundgesetz steht. Wir Bürger aus der Mitte der Gesellschaft haben uns vereinigt in der Alternative für Deutschland und wir stehen zu unserer Demokratie. Wir sind doch die Einzigen, die noch zu unserer Demokratie stehen und unsere Demokratie vor dem Establishment retten wollen. Und was ist der Dank? Meiner Meinung nach müssten die uns 1000 Denkmäler pro Tag bauen dafür, dass wir diese Arbeit tun. Aber das machen sie natürlich nicht, sondern sie machen noch etwas anderes. Sie hetzen uns, den Inlandsgeheimdienst auf den Hals, rein zum Erhalt ihrer eigenen Macht gegen das eigene Volk. Liebe Freunde, da muss ich das so sagen, als Sohn eines Republikflüchtlings, ich kann es nicht anders formulieren. Schlimmer kann man den demokratischen Gedanken nicht mehr pervertieren, als die das tun. Herzlich willkommen in unserer real existierenden DDR 2.0. Und jetzt kommt die letzte Quizfrage. Wer zahlt denn das alles? Wer zahlt das, dass ihr mit eurem eigenen Geld entrechtet werdet? Ja, ihr Bürger zahlt das alles. Und ihr werdet nicht mal gefragt, für was eure Steuergelder ausgegeben werden. Sie werden sowieso gegen eure Interessen ausgegeben. Sie werden sowieso für eure Abschaffung ausgegeben. Aber ihr werdet ausgepresst, solange ihr noch Milch geben könnt. Was passiert? Sozialhilfe, Miete, Kindergeld und Krankenversicherung sprudeln für Wirtschaftsmigranten kostenlos, für einen deutschen Steuerzahler nicht. Der muss es sich hart erarbeiten. Dafür kriegen wir was anderes von unserem lieben Vaterstaat. Steigende Steuern, mehr Steuerprüfungen, mehr behördliche Auflagen, mehr Beamtenwillkür, mehr Bußgelder. Irgendwo muss das Geld hierher kommen, das die anderen Damen und Herrschaften veruntreuen. Der fleißige bayerische Bürger wird nur noch gemolken und gegängelt. Junge und Alte müssen sich inzwischen zunehmend an der Tafel Essen holen, um über die Runden zu kommen in unserem angeblich, wir haben es heute schon gehört, so reichen Land. Und besonders beschämend ist, ich bin sehr viel mit dem Zug unterwegs und ich sehe sie an jeden Bahnhöfen stehen. Die Rentner, die reinkommen in die Züge und die Flaschen sammeln, weil die Rente nicht reicht, dass sie über die Runden kommen. Und wenn euch das auch so nervt wie mich, und wenn ihr den Mund aufmacht, weil ihr das euch auch nicht mehr bieten lassen wollt, dann geht es euch so wie uns in der Alternative für Deutschland. Ihr werdet politisch verfolgt, obwohl ihr doch nur eins sein wollt. Ihr wollt doch nur eins sein. Ganz normale Bürger unseres Landes. Mehr nicht. Und da habt ihr ein Recht drauf. Und dass es in Bayern so weit gekommen ist, das hat die CSU zu verantworten. Sie redet viel von Heimat, aber je mehr sie von Heimat redet, desto mehr lässt sie unsere Heimat im Stich. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen.
nicht an ihren Worten die Seehofers und Söders in unserem Freistaat. Deswegen denkt gut nach, wenn ihr hört, wer von der Heimat spricht oder wer vielleicht etwas für die Heimat tut. Der Unterschied ist für mich sonnenklar. Die CSU spricht von unserer Heimat und spricht von unserem Grundgesetz und lässt beides im Stich. Die AfD verteidigt unsere Heimat und verteidigt unser Grundgesetz. Und ich denke, das tun wir ehrlich und mit Herzblut. Und wie genau wir das machen, das hört ihr jetzt von meinen geschätzten Nachrednern, von meinen lieben Parteifreunden, von unserem bayerischen Landesvorsitzenden Martin Sichert und im Anschluss von unserem Bundessprecher Jörg Meuthen. Und vor allem bei Jörg Meuthen möchte ich bedanken, Martin, für dich war es nicht so weit von Nürnberg daher, ja, aber von Jörg Meuthen von Straßburg gekommen. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Applaus